Was schnetzelt heute? Es ging beim letzten Mal einiges schneller. And Rips of the Embers. Da ist noch eine Kiste, wie ich gerade sehe. Ich hoffe, ansonsten habe ich jetzt hier nichts übersehen in dem Gebiet, bevor ich über die Brücke weitergehe. Das trollert hier langsam durch, es hat geklappt. Da unten haben wir noch was im Wasser. Oder eine Pflanze. Ansonsten, hier haben wir schon ein bisschen gewütet, da liegen noch Leichen. Und Körperteile rum. Drüben noch irgendwas hinter. Ah, da kommen wir gar nicht hinter. Dann ist da wohl nichts hinter, wenn wir da nicht hinkommen. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Stimmt irgendwie Cross the Gap. Ich meine, es sieht aus, als wenn wir über eine Brücke gehen. Das hat ja nichts mit dem Abgrund überwinden zu tun. Aber yay, wir haben den Abgrund überwunden. Wir sind so ein Held. So, ein absolut krasser Held sind wir. Können wir wieder runterspringen? Bringt mir das was? Will ich das? Na, gucken wir mal. Mir ist jetzt was gebracht. Da liegt was. Was ist das? Ach, hier liegen Tote. Da liegt irgendeiner von den Kerlen. Aber der König wird es nicht sein, weil die Olle meinte, sie hat den König noch. Also ist das wahrscheinlich Sir Ferrari. Oder irgendwie sowas. Ja, das hier nehmen wir mit, wenn wir schon hier unten sind. Gibt's da hinten was? Oh, da unten gibt's was. Das ist natürlich clever. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Wer platziert auch eine Kiste an so einem Ort? Ah, oh, das hätte doch klappen können. So, jetzt haben wir wieder total viel Dietriche verballert für ein Eisenlangschwert. Da könnte ich ja schon wieder kotzen bei sowas. Die ganzen Dietrich, die wir vielleicht noch brauchen, und kriegen dann so einen Rotz. Und hier bin ich gerade hergekommen. Dann gehen wir da hoch. Ach so, ja, an den Ort erinnere ich mich sogar. She took the cloak of Ammon's sake and crept to Summer's End to break the seal of Magic's rail. Aeros love she'd pretend. Ach, das war's schon. Jetzt wollte ich hier gerade... Ach nee. Seduced by Belmaid's false love, Sir Iroh led her through. Then Belmaid did cloak herself, when castle she did view. I grow more impressed with every head you lay before me. Well done. You rival even Sir Elswin in your foolish arrogance. You may have passed the Wall of Thorns, but the Weeping Gorge proposes its own unique challenges. Was ist denn das Weeping Gorge schon wieder? It is what prevents my enemies from simply marching into my kingdom and feeding it to the flame. To raise the bridge, one must defeat its guardian, the legendary Sir Elswin. Only then will the path make its way open to you. Alas, Sir Elswin has been killed, as goes the story. This time I fear he's staying quite dead. Another terrible price of our waning magic. Pity. Okay, ich kann mir vorstellen, was wir machen müssen. Wir müssen hier rüber, dazu müssen wir Sir Elswin töten. Und da Sir Elswin tot ist, müssen wir ihn jetzt mit diesem Trank, den wir bekommen haben, wiederbeleben, damit wir ihn nochmal töten können. Das ist natürlich für ihn ein ziemlich erbärmliches Schicksal. Weil wir prügeln... Ja, ich meine, er ist tot. Wir beleben ihn und prügeln ihn wieder tot. Das ist so, wie wenn man... Nehmen wir an... Ihr seid ein Wrestler und euer Gegner liegt blutend, halbtot vor euch auf dem Boden. Und dann zieht ihr ihn hoch, lasst ihn ausruhen und dann verprügelt ihr ihn nochmal. Nur damit er wieder da liegt. Das ist ein bisschen komisch. Komm her hier. Ha! I have you right where I... Wait! What's the meaning of this? Who are you and where is my opponent? Oh! I see what happened. Blast! Ah, perhaps next time. Ich muss dich töten. Really? I don't think so, Justling. So, du kannst vermutlich nichts, deswegen kriegst du jetzt einfach mal in die Fresse. Oh mein Gott, warst du stark. Ich bin ja erschüttert.
Was ist das für ein Ding? Oh, das ist aber hübsch, das sieht aus wie... Wenn die Bild-Zeitung das sehen würde, dann würde wieder in der Zeitung stehen, dass ein Alien gefunden haben. Eieiei, die Bild-Zeitung. Alien in Bärenfalle gefunden. Oh mein Gott. Und in Wirklichkeit war es dann nur ein benutztes Kondom oder sowas. Naja. Interessant. Das klappt sehr gut. Ah, wer ist das jetzt schon wieder? Ist das Sir Ferrari? Stop. Sir Kratt. Der steht da eben nach vorne. Wie kommt der jetzt dahin? Der ist doch nie an uns vorbei. Enough, mortal. You presume too much. This song does not belong to you. There can only be one champion. There can be only one. His name is Sakreth. Ich will das nicht tun. Perish and rot as a corpse in the sun. Huh. It's a bit late to change your mind now, isn't it? Goodbye. Gut, du warst ziemlich erbärmlich. Genauso wie dein komischer Freund. Lass mich, du. Lass mich. Lass mich. Was ist das? Hier, ich blocke. Guck, ich blocke. Meine Fresse. Blocke. Okay. Experience Booster nehmen wir mit. C-Flex nehmen wir mit. Das war gerade ganz schön lame. Wenn das Ding schneller prügeln kann, als ich aufstehen kann. So, haben wir hinten irgendwas Schönes in der dunklen Ecke versteckt. Ein Ysas Breath. Genau das wollte ich jetzt haben. Und wir gehen nach Summer's End. Achso, hier gibt's also die Summer's End Lore Stones. What the fuck? Achso, das war ein Level Up. Jetzt habe ich mich schon gewundert, was das war. Und da ist die Olle schon wieder, Mann, die nervt. You are brave. No mortal has ever set foot in my domain. Isn't it wondrous? I've spent centuries whispering my wishes to the earth, the trees. The crystal has made it so. Never before has there been one worthy of sharing it with me. Do you fancy yourself a ruler? Join me and my enchanted beasts in this, the autumn of my kind. Ich wäre ein guter Tyrann, also wir können uns ja anschließen. Ich werde allein herrschen, aber du wirst erstmal tot sein. Ich werde alleine herrschen. You do not dare speak to me in such a manner. I am the author of the future, not you. Nein. Was denn für verzauberte Bestien? Those who seek to be my subjects, to serve me in every way. The wild fae you see before you are under an enchantment. This keeps them docile. You are safe here, so long as you do not anger my friends. They will pay you no mind. But some advice. Keep your weapons sheathed. Okay, klingt ja sehr toll. Wo ist der König? Quenson waits for you in my castle. But only a fool would simply invite you in. And I am no fool. I have been part of this story for too long. This village is my legacy. How the world will remember me when all the courts have fallen. Below, my army prepares to wipe clean the songs of yore. You could lie beside me in the waning days. But if rescuing Wenzin is what fate has written for you, then you will find him. And you will find me. Ja, das war sinnlos, aber hey, sie hat eine eigene Stadt und da rennt ein Troll rum darin. Dort sind Brownies, die sind aber anscheinend nicht böse, weil die sind weiß. Und ja. Speak to the Chancellor. Ach nein, geh weg. Jetzt kommt die scheiß Katze. Ja, jetzt haben wir hier fast die vier Parts rum für heute. Dann muss sie sich wieder vor den Monitor stellen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Oh mein Gott, sie hat Fell. Ich fasse sie mal an. So, jetzt legt sie sich hin, das ist schön. Ja, so, wir gehen da rein. Jetzt liegt die scheiß Sau auf der Tastatur. Also, das sind ganz freundliche Menschen. Auch wenn sie nicht so aussehen. Können wir uns dann mal so ein bisschen die Gegner von Namen betrachten. Hier sieht man, oh, ein Sprite-Dingens. Komm her hier, du Troll. Ein Troll. So, Kiste. Immerhin kriegen wir Lockpicks.
Ich meine, wir hatten fast keine mehr. Was haben wir hier drin? Lockpicks! Geil! Noch irgendwo eine Kiste? Vielleicht mit Lockpicks? Hier können wir uns mal die Boggarts angucken. Hier, der sieht doch ganz freundlich aus. Bonnie auch. Pissy. Summers and Stone. Was macht der hier? Die haben die sich gerade... Okay. Wusste gar nicht, dass Boggart sowas machen. Schauen wir erstmal hier so ein bisschen nach Kisten. Der ist relativ friedlich aus. Oh, da ist ja eine. Die müssen wir nicht mal selber knacken, die Scheiße. Die ist ja halt schon offen. Das ist richtig geil. Hier oben gucken. Da ist Windermere Castle, da kommen wir nicht rein. Ist anscheinend noch zu. Aber wir haben ja unsere Quest noch nicht gemacht hier. Wir sollen ja mit irgendjemandem reden. Was haben wir denn hier Schönes? Oi, 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 da haben wir ja was Besseres. Equip. Das ist jetzt equipped. Ich kenne den Button nicht. Dreh dich. Sieht aus wie vorher. Toll. Aber er hat... Er hat sie an. Gut. Hätten wir das auch geklärt, dass das geht? Wusste ich auch nicht. Aber man lernt ja. Man lernt. Das hier nehmen wir mal noch mit und dann gehen wir mal in das Haus gucken, wo wir rein sollen. Können wir die jetzt töten, die Dinger? Ne, können wir nicht. Ach, wir müssen auf Frostteil umstellen. Ne, das Ganze knicken. Das ist mir nicht wert. Gehen wir hier rein. Und da ist ein Mensch. Ja, mal Gerd. Ein Mensch. Azurit-Langschwert. Azurit-Großschwert. Haben wir die schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Gucken wir uns mal an, wie Azurit-Waffen aussehen. Achso, das haben wir schon mal gesehen. Das kenne ich. Nee, den Azurit-Hammer. Okay, der sieht kacke aus. Azurit-Langschwert. Das hat schon ein bisschen mehr Style. Aber wir haben ja das hier. Wir haben ein Iron-Longsword, was uns irgendwie nichts bringt. Average. Hier müssen wir wieder knacken. Brich ab. Brich nicht ab. Gut. Ein seltener Anblick. Und dann reden wir mal mit... Mit wem reden wir? Oh, cool. Wir reden mit Sir Segwell. Dem echten anscheinend. You're not at all what I expected. I am Segwell, Chancellor of Windermere. She said you were beautiful. Although I have noticed that she has peculiar tastes. You're just in time. Our little army is building up quite nicely. I was beginning to fear that we'd actually have to execute the lady's plans, ludicrous as they are. Du bist nicht Sir Segwell. Ich bin Sir Segwell. Of course you are. Forgive me. I often forget that my time with the House of Ballads has passed. Now I am but a prisoner of the maid. We all are. You see, this place, it's calm. It is only an illusion. The maid uses her strange crystals to pacify the beasts, just as she enchants our friends. We must destroy the crystals to earn our freedom, but they are invisible to all but the maid. It is her song that calls them. Okay, wir sollen Kristalle zerficken. Wo sind die Dinger? The crystals are hidden around the village and forest of Summer's End. You cannot see them with the naked eye. They appear only when summoned by a musical tone. Das war's. You must hurry. Use the Wistel. Usen wir die Wistel. Okay, was hat das jetzt was gebracht bei dir? Talk. Talk! Nicht talken? Kann ich jetzt mit dir talken? Nee. Find and destroy the crystals. Crystals destroyed. Dann machen wir das mal hier draußen. Gucken, was das bringt. Achso, jetzt zeigt es mir die Dinge auf der Map an. Dort haben wir was. Genau, ich erinnere mich. Das ist, ach, das ist alles schon wieder so lange her. Jetzt ist er weg. Ups. Also, und wenn wir das Gebiet durch haben, dann wird das RP sogar blind. Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt.
Das war ja ein krass Destruction-Dings. Ihr wisst schon, wir haben es zerfickt. Toll. 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 Yay! Oh, das hat sich ja mal wieder gelohnt. So, mal gucken, wo sind die anderen Dinger? Da. Okay. Hier haben wir die vier Kristalle. Und die machen wir dann beim nächsten Mal kaputt. Das war's dann für heute mit Amalur. Um mal wieder auf diese alle vier Parts mit Begrüßung und so hinzukommen. Dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die vier Kristalle kaputt machen und dann das Schloss betreten und dort ordentlich Rampage veranstalten. Ich bin Riven. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.